Und mit. Gleich links ist die Anmeldung. Ach, weiblich, 38 Jahre, Internistin. Frau Leitner muss gleich hier sein. Ich muss mal kurz raus zu den Kollegen. Cool. Los. Lars, machst du zwei Kniffe? Ja. Das Krankenhaus ist sehr schön eigentlich. Wir können da gut drehen, weil es ist in Dortmund. Die Dortmunder lieben das, wenn wir hier drehen. Deswegen sind die ungeheuer nett und freundlich und zugewandt und aufgeschlossen und sind nicht genervt. Und deswegen ist es eigentlich sehr angenehm, da zu drehen. Aber das ist ein Ort, der Stress bedeutet für die, die reingehen, weil sie krank sind, und Stress für die, die da arbeiten, weil sie einfach unglaubliche Stunden hier arbeiten. Und das macht was mit den Menschen und mit den Leuten, mit den einen und den anderen. Und dann clashen hier zwei Welten aufeinander, die immer mit Ausnahmezuständen zu tun haben, nämlich die Polizei, die einen Mord ermittelt, Ausnahmezustand, und eine Notaufnahme, die auch nur mit einem Ausnahmezustand permanent umgehen muss. Und die beiden Welten, die knallen so ein bisschen aufeinander. Hast du Schmerzen im Moment? Wo kommst du denn her? Kannst du die Infusion fertig machen? Frau Wolter? Was wollen Sie denn? Kriminalpolizei Dalai. Das ist mein Kollege Pawlak. Also was ich total spannend finde an dem, was wir gerade drehen, dass die beiden Welten, Polizei und Krankenhaus, aufeinanderprallen. Und man sieht, dass beides Berufe sind, die mit extrem viel Stress, mit extrem viel Dynamik zusammenhängen. Und da prallen die beiden Welten so ein bisschen aufeinander und müssen irgendwie versuchen, miteinander klarzukommen, weil eben hier in diesem Krankenhaus die Leiche gefunden wird, die auch eine Art Mitarbeiterin im Krankenhaus ist. Und das finde ich total spannend. Und es ist halt schön, dass wir hier in Dortmund drehen können, das ganze Krankenhaus. Das freut mich sehr. Und ich finde es auch tatsächlich krass, dass wir in einem echten Krankenhaus drehen. Wir haben zwar dann so unseren Bereich, der dann quasi leer ist und den unsere Ausstattung dann irgendwie einrichtet, aber trotzdem drehen wir in dem Gebäude, wo ganz normaler Krankenhausbetrieb ist. Ist gewaschen, wir dürfen das nicht aufmachen. Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Wer hat denn die Sachen hierher gebracht? Alles hier kommt mit Wagen, die Schwester bringen das. Oh, wer denn? Kennen Sie die? Gestern war ein Mann da. Name weiß ich nicht. Danke. Vielen Dank. Maus. Richard und ich, wir sind eine Woche lang jeden Tag morgens nach Dortmund gefahren von Köln und abends wieder zurück und haben den kompletten Tag in der Klinik verbracht und sind da rumgegangen. Wir haben die Atmosphäre geatmet, wir haben uns die Orte, haben wir ja auch ausgesucht. Wir sind aber auch an den Orten, die wir gefunden haben, gewesen, haben die Szenen, ich sag's mal salopp, uns gegenseitig vorgespielt, wie sie aussehen könnten, was vielleicht interessant wäre. So. Nein, wir haben das wirklich eingeatmet. Und das in Dortmund speziell war ein Geschenk, weil die von der Klinik uns da so viele Möglichkeiten gegeben haben. 9 Tage konnten wir da überall drehen, das war der Hammer. Nichts zu machen. Frau Leitner will erst obduzieren. Dann gibt es was zur Todesursache. Schade. Was? Dass Frau Monheim schon weg ist. Ich hätte gern noch mal gesehen, wie ihr Chef da drauf guckt. Ob er sich dann immer noch so sicher ist, dass es keiner von seinen Leuten war. Warum? Weil er ein arrogantes Arschloch ist. Sind Sie angepisst? Wenn man eben an Originalschauplätzen wie im Originalkrankenhaus oder so dreht, das ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre. Also man taucht da natürlich viel, viel mehr ein, als wenn das jetzt alles Kulisse ist oder Studio oder so. Ne? Also das ist schon, man spürt ja auch den Alltag. Hier ist ja noch richtig Krankenhausalltag. Aber was diese Station betrifft, da ist einer für den anderen da. Ist das bei Ihnen nicht so? So ganz unter uns, das geht Ihnen scheiße an. Herr Faber, vermute ich richtig, dass Sie in der Vergangenheit Antidepressiva genommen haben? Oder immer noch nehmen? Ja, natürlich hat er auch schon Pharmaka genommen, Psychopharmaka und dann vermengt sich das alles. Das ist nicht das Lieblingsuniversum von Faber, um hier zu arbeiten und zu ermitteln.
Aber wir verraten natürlich nicht, warum und was das zu bedeuten hat in dem fertigen Film. Es geht hoch her, das kann ich verraten.